Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Heute mache ich ein Rezept aus den neuen Finessen. Die sehen ja jetzt ein bisschen anders aus, heißen auch nicht mehr Finessen. Vorher waren es ja zwei Heftchen, Zeitungen, eine große und eine kleine. Jetzt ist alles hier in allem drin. Und mir hat unheimlich gut gefallen dieser Halbzeitsnack. Jetzt als kleine Anregung für die Fußball-EM und es ist eine Mini-Zupfpizza. Das Rezept, wenn ihr die Finessen habt, beziehungsweise diese neue Thermomix-Zeitschrift, findet ihr auf Seite 19 und das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen. Ich werde das Ding doppelt machen, damit auch alle bei uns hier satt werden, mache aber die Zubereitungsschritte nacheinander, damit ihr nicht alles euch hier reinziehen müsst. Und jetzt fangen wir natürlich erstmal mit dem Teig an, der ganz wichtig ist. Und zwar habe ich mir wie immer schon alle Zutaten hier zurechtgelegt. Lasst euch jetzt einmal hier schriftlich durchlaufen, was ihr alles braucht. Und dann legen wir auch gleich schon los. Als allererstes löse ich die Hefe in der Flüssigkeit auf. Es steht jetzt nicht so im Rezept. Ich mache es aber, weil ich finde, dass das Ergebnis dann immer besser wird. Man kann diesen Schritt mit dem Erwärmen der Hefe auch überspringen, indem man einfach sagt, ich nehme lauwarmes Wasser. Ich habe aber jetzt kaltes genommen und hier in der Zeitschrift steht auch nicht drin, ob kalt oder lauwarm. Deswegen, entweder nehmt ihr lauwarmes Wasser und erwärmt die Hefe da drin nicht, oder ihr nehmt kaltes, so wie ich, und macht die Hefe da drin warm. Und zwar sind es 250 Gramm Wasser. Und da gebe ich jetzt meinen halben Hefewürfel rein und auch ein bisschen Zucker. So, und das mache ich jetzt warm. Das reicht, wenn man das eine Minute macht auf 37 Grad, Stufe 1 oder 2, egal wie ihr das wollt. Und dann hat sich die Hefe ruckzuck aufgelöst und dann kommen halt die anderen Zutaten ran. Und dann brauchen wir natürlich immer ein bisschen Zeit, um den Teig noch gehen zu lassen. In der Zeit könnt ihr aber schon den Belag vorbereiten und dann ist die Zeit natürlich nicht so lange, bis der Teig gegangen ist. So, Minute ist rum. Hefe ist schön aufgelöst. Dann müssen wir natürlich als nächstes erstmal das Mehl reinmachen. Das sind jetzt hier 500 Gramm. Dann habe ich hier 50 Gramm Olivenöl und 1,5 Teelöffel Salz. Und dann haben wir für den Hefeteig auch schon alles Wichtige drin. Das lassen wir jetzt verkneten. Im Rezept steht es auch so drin, wie ich das auch immer mache. 2 Minuten auf der Teigknetstufe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt führen wir erstmal mit dem Handy weiter. Tablet hat schon wieder den Geist aufgegeben. Ist irgendwie auch nicht mehr richtig in Ordnung. Okay, Teig ist fertig. Fühlt sich schön an, fühlt sich gut an. Den füllen wir jetzt um. Ich habe mir hier drüben schon Schüsseln hingestellt. Und gucken wir mal, ja, da müsste gut rausgehen mit dem Drehen. Platsch. Klebt auch kaum was dran. Das lasse ich jetzt einfach abschleudern. Und dann ist gut. Und dann, Moment, machen wir hier auf Turbo. Dass wir das abschleudern lassen. Und dann muss der Teig gleich 45 Minuten erstmal gehen. Aber das ist ja kein Problem. Dann nehme ich mir immer, wollte ich euch nochmal zeigen, aber habe ich letztes Mal, glaube ich, auch. Hier, wenn der Teig schön kompakt ist, das heißt nicht so doll klebt und man hat hier Teigreste im Topf, kann man einfach von dem anderen Teig so ein Stückchen abmachen und dann hier im Topf entlang fahren. Weil das ach, sag doch mal schnell, mit dem Spatel rauszukriegen, ist so gut wie unmöglich. Und so habt ihr alle Teigstücke dann weg. Das tue ich ein bisschen platt hier und decke das jetzt ab. Und lasse das jetzt 45 Minuten gehen. In der Zeit mache ich meinen anderen Teig und dann müssen wir natürlich auch noch den Belag machen. Das machen wir.
So, ihr Lieben, weiter geht's. Ist ein bisschen dunkel, aber es ist nicht meine Schuld. Es ist draußen ein bisschen dunkel. Sieht schon wieder stark nach Regen aus. Naja, gut, können wir nichts machen. Morgen soll es, was weiß ich, 30 Grad geben oder was. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Gut, jetzt fangen wir mit dem Belag an. Der Teig geht also jetzt. Jetzt fangen wir mit dem Belag an. Ich muss jetzt immer beim Handy hier hingucken. Da, wo die Kamera ist und nicht da. Nicht wie ihr seid oder na. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Mixtopf habe ich natürlich nicht sauber gemacht, weil das nicht erforderlich ist. Und alles kommt sowieso hinterher zusammen in die Pizza rein, deswegen ist das egal. Gut, habe mir das also auch schon wieder ein bisschen vorbereitet hier. Jetzt nehmt ihr eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Ich gucke jetzt noch einmal hier ins Rezept rein, wie viel Knoblauchzehe. Das ist eine gemeint und ich habe ja hier meinen Knoblauchgrundstock gemacht. Deswegen habe ich den einfach reingeschmissen und keine richtige ganze Knoblauch. So, das machen wir klein. 3 Sekunden auf 8. Das ist aber 4. Das ist ganz schön viel. Also 3 auf 5 hätte auch gereicht. Würde ich mal sagen. Aber gut, wir machen das jetzt so, wie es da steht. Oh, der Knoblauchgrundstück, der ist toll. Der riecht wirklich klasse. Gut, jetzt müssen wir Öl zugeben. In meinem Knoblauchgrundstock ist da schon ein bisschen Öl drin. Deshalb mache ich jetzt nicht allzu viel rein. Ich mache nur einen kleinen Mini-Schuss rein. Ihr müsst laut Rezept, wenn ihr jetzt eine Knoblauchzehe nehmt, ungefähr 10 Gramm. Aber mehr nicht. So, was steht jetzt da? 2 Minuten auf 120 Grad. Wenn ihr den TM31 habt, stellt ihr einfach die Varoma-Taste ein. Ne? Dann braucht ihr nicht 120 Grad, dann macht ihr einfach Varoma und das ist auch gut. So, ich mache jetzt Stufe 1. Was steht jetzt hier drin? Ich gucke da nie so hundertprozentig ab. Ich mache das einfach immer so frei nach Schnauze. Wenn das jetzt angedünstet ist, kommen die anderen Zutaten dazu, die wir dann noch ein bisschen klein machen müssen. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. Angedünstet ist es jetzt. Und jetzt packen wir mal die Zutaten rein, wie zum Beispiel gekochten Schinken. Aber das könnt ihr auch so machen, wie euch das am besten schmeckt. Das sind jetzt ungefähr, wie es im Rezept steht, 170 Gramm gekochten Schinken. Natürlich habe ich eine 200 Gramm Packung genommen, ein bisschen genascht. Und wenn es ein bisschen mehr als 170 ist, ist das auch kein Problem. Genauso beim Käse, da habe ich auch, ich glaube, 190 und im Rezept steht 170. Dann kommt dazu, ich habe das jetzt hier alles schon gemischt, da sind 85 Gramm Tomatenmark drin, 1/4 Teelöffel Zucker, 1/4 Teelöffel Salz, 2 Prisen Pfeffer, ich habe natürlich mehr gemacht, und 1,5 Teelöffel getrockneten Basilikum. Das kommt jetzt auch noch hier rein oder flutscht aber schön raus. Gut. Und das alles zusammen wird zerkleinert und natürlich gleichzeitig vermischt. 5 Sekunden auf 5, das müsste eigentlich ausreichend sein. Gucke ich mal rein, ob das schon schön klein ist. Einigermaßen, aber hier an der Mixtopf kleben noch die vom gekochten Schinken. Werde ich jetzt nochmal da unten stopfen. Und nochmal 2 Sekunden nachlegen. Schön unten ans Messer stopfen. Aber riechen tut es wirklich sehr, sehr gut. Das wird bestimmt lecker. Nochmal 2 Sekunden nachlegen. 5. Super. Das fülle ich mir jetzt hier in so eine Glasschüssel ab. Und stelle das noch ein bisschen kühl, weil ich jetzt gleich erstmal mit der Wuffels gehen muss, bevor ich dann weitermachen kann. Aber das ist ja nicht schlimm. Kann man ja dann auch zum Beispiel ganz gut vorbereiten, dass man den Pizzateig macht und den dann noch kühl stellt und den Belag auch schon fertig macht, dass man das nicht alles auf einmal machen muss oder hintereinander. So. So sieht das jetzt aus. Natürlich so jetzt nicht sehr geschmackvoll, aber ich meine von der Optik her, aber es riecht wirklich sehr gut. So, die andere Portion mache ich jetzt auch, weil ich das ja doppelt mache.
Und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn der Teig gegangen ist und wir dann an das Formen der Zupfpizza kommen. Bis nachher. So, ihr Lieben, der Teig ist jetzt 45 Minuten gegangen und richtig schön aufgegangen, wie ihr hier sehen könnt. Und jetzt geht's ans Ausrollen. Zuallererst habe ich jetzt schon mal den Ofen angemacht, auf 200 Grad Ober-Unterhitze aufgeheizt, damit der gleich fertig ist, wenn wir direkt das reinschieben wollen. Und im Rezept steht drin, man braucht eine Tartform, also eine runde Form, mit ca. 28 cm Durchmesser. Hat die Mutti nicht. Ich nehme einfach eine Springform. Meine hat 26 cm Durchmesser und ich habe jetzt einfach den Verschluss nicht zugemacht. So ist auch noch ein bisschen Platz. Ne? Es wird keine 28 cm haben, aber das ist auch nicht schlimm. Und gefettet habe ich nur den Rand und habe einfach unten so ein Stück Backpapier reingelegt, sodass das schon mal so weit vorbereitet ist. Und jetzt müssen wir den Teig ausräumen. Jetzt mache ich erstmal so ein bisschen Mehl hier hin. Und dafür ist der Streufix immer richtig super, weil dann hat man nicht so viel Mehl, sondern nur so ein bisschen, so eine hauchdünne Schicht. Verteile ich jetzt hier nochmal ein bisschen gleichmäßiger, großflächiger. Mal einmal den Spatel da rein. Und jetzt kippe ich den Teig hier drauf. So. Gut. Ich will da jetzt nicht allzu viel Mehl dran machen, dass das hier daneben liegt. Mache ich ein bisschen drauf, damit es nicht klebt. Und jetzt rollen wir den aus. Im Rezept steht drin, den Teig ca. 2 bis 3 mm ausrollen. Da bin ich ja gar nicht so ein Fan von diesem so und so dick. Ich mache das einfach immer frei nach Schnauze, so wie ich das normalerweise bei einer Pizza auch machen würde. Wie viel Millimeter das ist, ist mir eigentlich Schnucke. So. Das Schöne bei diesem Teigroller hier ist, dass man eine Hand immer frei hat, um den Teig so ein bisschen in die Richtung zu ziehen, in die man hin will. Und kann man auch noch mal so ein bisschen fühlen, wo ist es noch ein bisschen dick und wo muss ich dann dementsprechend noch ein bisschen ausrollen. Aber ich glaube, das fühlt sich soweit ganz gut an. Ob das jetzt 2 mm sind, mag jetzt dahingestellt sein. Mir ist das eh egal. So, und jetzt soll man Kreise ausstechen. Warum ist das denn jetzt schon wieder so dunkel hier? Kreise ausstechen. 7 bis 8 mm. Ihr könnt ein Glas nehmen, das hat natürlich nicht so einen, wer weiß wie scharfen Rand. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Ausstechförmchen für so Keksstempel, ne? Also wenn man mit einem Keksstempel arbeitet, einmal in so einer geriffelten Form, einmal in einer runden Form. Ich mache nachher eine Zupfpizza mal mit der geriffelten Form und einmal mit der runden. Und jetzt nehme ich einfach mal die runde und fange mal an hier auszustechen. Ausgestochen habe ich jetzt alles, den überschüssigen Teig rundherum nehme ich weg und dann kann man dementsprechend nachher nochmal, oder das ist ein bisschen hängen geblieben, nochmal weiter ausrollen. Packen wir dann hier an die Seite. Jetzt habe ich hier meine Teigstückchen und da soll man jetzt einen Teelöffel von der Füllung nehmen. Natürlich jetzt hier so. Ja, also einen Teelöffel von der Füllung nehmen. Hier drauf verteilen und soll außenrum noch einen kleinen Rand lassen, denn diese Teigstückchen werden ja jetzt noch ein bisschen bearbeitet. Und zwar ist es so, man klappt die einmal in der Mitte zusammen, drückt das so ein bisschen fest, legt die dann nochmal in die Hälfte und drückt die hier unten zu. Na, so sieht das dann aus. Und dann setzt man das einfach hier in diese Form rein und fängt also mit dem Rand an. Und das macht man jetzt rundherum so. Das heißt, das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen Arbeit, aber das macht nichts. Also das Teigstückchen nehmen, ein Teelöffel der Füllung drauf, einmal so zusammenklappen und dann einmal hier unten zusammenklappen.
So sieht das aus. In die Form setzen und weitermachen. Das müsst ihr nicht ganz so presseng setzen, weil der Teig ja auch noch ein bisschen aufgeht in der Zeit, wo man das jetzt hier weiterverarbeitet. Das geht ja auch noch ein bisschen auf, aber optisch sieht er schon richtig schön aus. So, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß hier bei eurer Verarbeitung. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich soweit hier fertig bin. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ergebnis aussieht, wenn wir das gebacken haben. So, ihr Lieben, guckt mal. Ich versuche das mal ein bisschen zu halten, ein bisschen zu kippen. So sieht das jetzt aus. Ich habe an Teig jetzt so ein bisschen übrig. Das tue ich mir zur Seite. Und an der Füllung oder von der Füllung habe ich so viel übrig. Das werde ich einfach gleich hier irgendwo dazwischen stopfen. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Aber das wäre zu schade, das jetzt wegzutun. Ich mache zwar noch eine zweite Zupfpizza, aber nicht jeder von euch macht ja gleich zwei Stück auf einmal und kann das dann dementsprechend gebrauchen. Man könnte natürlich auch sagen, man backt hinterher oder macht den Teig auch, dass man den so in kleine Kreise ausrollt und aussticht und die dann einfach so mit dieser Füllung belegt, dass man wie so Mini-Pizzen oder so hat, ne? Ja, sieht zwar jetzt hier nicht optisch so schön aus, aber egal, lass das hier so. So, bevor das jetzt in den Backofen wandert, der ja bereits auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt ist, müssen wir das noch ein bisschen einschmieren, einstreichen mit einem Eigelb, was mit ein bisschen Milch verquirlt ist. Und das schmieren oder streichen wir jetzt schön gleichmäßig ein. Und dann backen wir das. Und dann bin ich mal gespannt, was die Kids gleich dazu sagen. Waschmaschine piepst, Spülmaschine piepst. Die Tür geht, weil die Kinder jetzt alle von der Schule eintrudeln. So, das haben wir schön eingestrichen. Jetzt packe ich es im Backofen rein. Mal eben schauen, wie lange soll es denn drin bleiben. 20 bis 25 Minuten. Okay, ich schiebe das mittig jetzt rein. Lassen wir uns mal überraschen, wie das in 20 bis 25 Minuten aussieht. Bis gleich! Die erste Zupfpizza habe ich schon rausgeholt und auch den Rand schon abgemacht. Ich hatte die 30 Minuten drin. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ein bisschen braun sollte es natürlich oben auch schon sein. Jetzt habe ich versucht, die in Stücke zu schneiden, aber das geht mir ein bisschen kaputt. Deswegen habe ich jetzt nur ein Stück mehr rausgenommen. Das könnt ihr euch hier mal angucken. Scheiß Fliege. Ne? Und das kann man natürlich jetzt abzupfen. Dafür ist es ja auch gedacht. Also, das schmeckt aber gut. Nur noch ein bisschen heiß. Die zweite ist auch schon drin. Ich habe da doppelte Portionen gemacht, damit alle hier satt werden. Richtig schön würzig. Man hat es schon gerochen. Das ist also wirklich toll. Natürlich ist es ein bisschen Aufwand, das zu machen, aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Hat also wirklich auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ein Essen mit dem Finger zwischendurch ist sowieso mal schön. Also ich finde, das schmeckt wirklich richtig toll. Die Füllung ist wirklich hammermäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Schmeckt mir wirklich sehr gut. Echt toll. Ich bin begeistert. Von der Optik begeistert und vom Geschmack auch.
Total tolle Idee. Das schmeckt richtig, richtig gut. Ich kann euch wirklich, wirklich wärmstens empfehlen, das mal nachzumachen. Und wenn ihr sagt, ach, die Füllung haut mich nicht so vom Hocker, dann macht einfach was anderes rein. Man kann ja auch Pesto reinmachen. Man kann, was hat denn die Bekannte letztens reingemacht? Ich glaube, Bolognese-Reste hat sie von der Bolognese-Soße reingemacht. Oder Kräuterbutter, dass man wie so ein Kräuterbutter-Zupfbrot oder so macht. Also egal, wie ihr es macht, es ist eine super tolle Idee. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich mal gemacht habe. War mir erst gar nicht so sicher, soll es machen, soll es nicht machen. Jetzt kann ich gar nicht aufhören zu essen hier. Echt klasse. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Ganz tolle Sache. Kinder warten schon, deswegen werden wir jetzt essen. Danke nochmal fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald, ne? Ciao.